Was sollte man am besten die letzten Tage vor der Klausur machen, um die beste Leistung in der Prüfung dann abliefern zu können? Ich möchte in diesem Video einmal meine Routine mitgeben, die ich vor meinen 1,0 und 1,3er Klausuren absolviert habe und eben dafür gesorgt haben, dass ich eben diese guten Leistungen erzielt habe. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video auf dem AirUp YouTube-Kanal. Ich bin Niklas und auf diesem Kanal findest du alle Videos rund um die Themen, wie du bessere Noten mit weniger Aufwand in deinem Studium schreibst und eben dein Studium auch so aufbaust, dass du danach optimal für die Arbeitswelt aufgestellt bist. Meine Routine vor den letzten Tage vor der Klausur sah immer eher relativ entspannt aus, würde man meinen. So, wo viele dann denken, hey, man muss für den Einserschritt muss man nochmal extrem viel lernen. Man sitzt bis tief in die Nacht noch dran, um den Stoff sich noch weiter anzugucken. Das war bei mir überhaupt gar nicht der Fall, sondern für mich ist immer schon klar, wenn du noch die letzten Tage vor der Klausur noch enorm viel lernen musst, enorm viel wiederholen musst, dann hast du viel weiter vorne. Schon die Zeit nicht richtig genutzt, sondern wir wollen schon immer in der Vorlesungszeit die Vorlesung effizient nutzen, in der Vorlesungszeit schon Woche für Woche mitkommen, das schon da schon langfristig mitschreiben, indem wir da aktiver in der Vorlesung sind, wirklich effiziente Notizen schreiben, keine Unmengen an Notizen und uns keine Unmengen an Karteikarten erstellen, die einfach dann extrem zeitintensiv werden, nochmal zu wiederholen. Das sollte jetzt alles schon gegeben sein die letzten Tage, deswegen möchte ich da jetzt in diesem Video nicht so viel drüber sprechen, aber du brauchst schon so ein Grundfundament. Und dann sind nämlich die letzten Tage vor den Klausuren immer nur noch da, um wirklich noch mehr Selbstsicherheit aufzubauen. Weil es ist vollkommen normal, dass man noch mal ein wenig nervöser wird. Ich habe zum Beispiel, als ich klein war, hatte ich auch viele, weil ich früher Instrument gespielt habe, viele Vorspiele und auch viele auch schon einige Vorträge gehalten. Deswegen hält sich für mich so eine Aufregung in Grenzen. Das kann ich für jeden, der sehr aufgeregt ist vor Prüfungen, kann ich da nur empfehlen, auch sowas zu machen, weil das übt einen damit so in so Prüfungssituationen. Also so ein Vortrag oder eben ein Vorspiel von einem Instrument ist ja schon so eine Art auch Prüfung, wo man gut abliefern möchte. Und da eben mit diesem Druck klarzukommen und sich nicht zu viel Stress zu machen, da kann ich das empfehlen. Da habe ich schon eine ganz gute Grundlage gehabt. Aber ich möchte die letzten Tage immer dafür nutzen, noch wirklich Sicherheit in dem Stoff aufzubauen. Ich möchte wirklich selbstsicher in die Klausuren reingehen und dadurch komplett vermeiden, dass ich noch bis spät irgendwie lerne, bis es mir irgendwie zum Hals raushängt und ich an sich eigentlich keine Lust mehr drauf habe. Das heißt, wenn ich da dann nochmal in den Stoff nochmal reingehe oder eben nochmal mit Altklausuren rechne, das sind alles gute Sachen oder gute Methoden, dann will ich das nur noch machen, um so mehr oder weniger mental dann abzuhaken, kann ich. Vielleicht noch so kleine Wissenslücken entdecken, aber ich will jetzt nicht noch riesige Wissenslücken haben, weil das zeigt mir nur, dass ich weiter vorne meine Routine nicht eingehalten habe oder eben keine effizienten Notizen gemacht habe. Also das sollte auf jeden Fall gegeben sein und wir wollen wirklich die letzten Tage, die letzten drei Tage nur noch so Selbstsicherheit aufbauen. Was auch enorm wichtig ist, was viele eben vermeiden oder viele eher falsch machen, ist eben wirklich, dass du viel schläfst vor den Klausuren. Eher auch mal tendenziell früher schlafen gehst, weil das Schlafen ist auch immer ein Prozess, wo die Informationen, die du aufgenommen hast und die du gelernt hast, erst richtig im Kopf abgespeichert wird. Richtig vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis übertragen wird. Und wenn du eben nicht genug schläfst oder dich aus so Tiefschlafphasen dann rausreißt, dann kannst du dir wirklich so vorstellen, bleibt das in einem Areal von einem Kurzzeitgedächtnis im Gehirn, bleibt das dort gefangen, so gesehen, und kann eben nicht wirklich langfristig abgespeichert werden. Und eben im Kurzzeitgedächtnis wird es auch mal schnell wieder gelöscht und dann ist viel Lernzeit halt eben hinüber und Schlaf ist natürlich auch enorm gut, um eben entspannt in die Klausuren reinzugehen, Stress abzubauen, den du vielleicht auch die Wochen davor ein klein wenig aufgebaut hast. Es wird ein wenig stressiger, gerade wenn du auch nebenher arbeitest oder nebenher noch viel machst, ist das auch normal, aber dann willst du vor allem die letzten Tage darauf achten, guten Schlaf zu bekommen, ausreichend Schlaf zu bekommen, also auf jeden Fall 8 Stunden oder länger als 8 Stunden, wirklich guten Schlaf, damit du da wirklich ausgeruht und entspannt reingehen kannst. Also du merkst, es geht alles darum, dass du möglichst entspannt in die Klausur gehen kannst. Dann so eine nächste Sache, viele fangen an, sich irgendwie dann Red Bull reinzuballern, wahrscheinlich auch, weil sie die Nächte davor eben dann auch noch bis spät lernen, um da konzentriert zu bleiben. Kann man machen, aber ich habe ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der das konstant über mehrere Semester hinbekommen hat und konstant über mehrere Semester gute Noten geschrieben hat, sondern irgendwann gibt es dann immer einen Abfall oder dann gab es dann wirklich immer irgendwann einen Einbruch, weil das eben, sag ich mal, wenn man seinen Motor immer auf Hochtouren dann fahren lässt, dann wird er auch zwangsweise wird es dann zu Problemen kommen und eben dann so gerade so auf Zucker und auf Koffein dann in die Klausur zu gehen, dann ist das so wird das eher zu einem Glücksspiel, ob du dann die Leistung wirklich abrufen kannst. Das heißt, was ich dir wirklich empfehlen würde, wäre
den Abend davor gut schlafen zu gehen, auch den Abend davor, also die zweiten Nächte vor der Klausur oder vor den Klausuren und morgens ganz normal zu frühstücken. Vielleicht ein bisschen weniger als sonst und jetzt keine Pancakes, was du dir vielleicht am Wochenende machst, sondern normal was Gesundes zu frühstücken. Jetzt nicht Unmengen an Kaffee in dich reinzuschütten oder irgendwelche Red Bull oder irgendwie so, sondern vielleicht natürlich vielleicht einen Kaffee. In der Klausur auf jeden Fall immer einen Kaugummi würde ich empfehlen, das hilft nochmal auch die Durchblutung anzuregen und gut, und das Kaugummi-Kauen stärkt auch die Konzentration, aber fang nicht an, vor der Klausur nochmal irgendwie deinen Alltag so groß umzustellen. Fang nicht an, für Wochen dann nicht mehr in Sport gegangen zu sein oder gar nicht mehr deine Freunde zu sehen oder halt dich ganz anders zu ernähren, als du es sonst eigentlich tust, weil das ist immer nur ein Zeichen, dass weiter vorne schon was nicht stimmt und dass du eben dann hinten raus, wenn du eben dann so, dann dadurch eben weniger Sport und so weiter, das sind ja alles Sachen, die dazu führen, dass du eben auch entspannt bist und du musst, um wirklich optimale Leistungen erzielen zu können, eben auch entspannt in die Klausuren gehen können. Das heißt, das willst du auf jeden Fall aufrechthalten und eben wirklich schauen, dass du ziemlich normal einfach in die Klausuren gehen kannst, entspannt in die Klausuren gehen kannst und dann dort einfach bestens abliefern kannst. Der letzte Punkt wäre dann so, man sieht ja noch immer kurz vor den Klausuren an, die alle noch immer morgens nochmal den Stoff durchgehen, nochmal alle Notizen für sich nochmal durchzugehen, würde ich auch eher von abraten. Natürlich kannst du nochmal so ganz locker dir das nochmal anschauen, worum es alles ging, aber jetzt nochmal da solltest du wirklich am Morgen vorher oder am Abend vorher, willst du dir wirklich nichts nochmal in der Tiefe angucken, sondern wirklich, wie ich schon am Anfang meinte, so Selbstsicherheit aufbauen, das so abhaken für dich, um dann wirklich entspannt in die Klausur reinzugehen. Du kannst vielleicht höchstens ein, zwei Fakten, die du auswendig können musst, wenn du irgendwie ein Ingenieur bist und du musst irgendwelche Temperaturen auswendig wissen, dann kannst du die vielleicht dir nochmal kurz vorher angucken, um die im Kurzzeitgedächtnis zu haben. Aber das sollte nicht dahin führen, dass du dann eine Stunde vorher zur Uni fährst und dann die Stunde davor noch deine Notizen alle nochmal durchliest und eben gehetzt wirst, sondern wenn dann so ein ganz lockeres nochmal durchgehen, runterkommen, tief atmen, ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache. Gerade wenn du merkst, dass so ein bisschen der Druck ansteigt, weil es eine wichtige Klausur ist, eben wirklich nochmal draußen einen kurzen Spaziergang davor zu machen. Das mache ich immer vor einer Klausur, immer nochmal über den Campus einfach nochmal laufen, bei gutem Wetter tief einzuatmen, ein bisschen Musik zu hören, die mir ein gutes Gefühl gibt, auf die ich Bock habe. Jetzt vielleicht kein Techno oder irgendwie sowas, was dich richtig extrem aufpusht, aber halt einfach die dir ein gutes Gefühl gibt, womit du dich dann selbstsicher fühlst und eben wirklich entspannt in die Klausuren gehen kannst. Und dann mit der Einstellung, das ist noch der letzte Punkt, mit der Einstellung, dass du einfach alles ablieferst, was du eben kannst. Dass du dir jetzt nicht irgendwie denkst, oh, ich muss jetzt eine 1,3 schreiben oder ich muss jetzt eine Bestnote schreiben, weil dann führt das eher dazu, dass du, wenn du in der Klausur dann auf einmal eine Frage nicht beantworten kannst, dann wirst du sehr schnell unsicher und dann wirst du hektisch und dann machst du schneller Flüchtigkeitsfehler und dann wird es eher noch schlechter. Sondern du möchtest in die Klausur reingehen, dass du davor selbstsicher dir nochmal das Wissen angeeignet hast, dass du nochmal Sicherheit aufgebaut hast, indem du es nur noch so mental abhakst, dass du wirklich gut ausgeruht bist, gut gegessen hast, jetzt nicht irgendwie extrem auf Koffein oder irgendwie Zucker bist und eben einfach mit der Einstellung reingehst, dass du jetzt einfach dein Bestes ablieferst. Und wenn es dann nicht sein sollte, wenn dann irgendwie was ganz anderes drankommt, als du dir vorgestellt hast, dann ist es halt so, dann muss man es beim Zweittermin vielleicht nochmal schreiben oder halt schauen, wie man das dann sonst noch regelt. Aber das sind dann Sachen, die du nicht mehr unter Kontrolle hast. Du hast nur unter Kontrolle, wie entspannt du in die Klausur gehen kannst, mit welcher Einstellung du reingehen kannst. Und das sind eben die Punkte, die ich dir gerade mitgegeben habe. Das soweit, wie du den besten Erfolg oder was so meine Routine war vor meinen 1-Komma-Klausuren. Und wenn du dazu noch ein paar Fragen hast, wie du das für dich konkret in deinem Studium umsetzen kannst, dann kannst du mal sehr gerne unten in der Beschreibung auf Instagram bei uns gehen. Wir haben bei Instagram, laden wir auch in der Regel täglich Tipps auch für dein Studium hoch. Da kannst du uns auch gerne mal eine DM schreiben, wenn du mal eine einzelne Frage hast. Und wenn du mal eine gesamte Strategie haben willst, eine gesamte Lern- und Studienstrategie, wie du dein Studium erfolgreich absolvierst, bessere Noten mit weniger Stress und Zeitaufwand schreibst und eben sinnvoll aufbaust, dann findest du auch einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch, wo wir mal ganz unverbindlich und kostenlos mal ins Gespräch kommen, schauen, wie deine Situation ist, schauen, ob wir dir da weiterhelfen können, dir ein paar Tipps mitgeben, die du für dich konkret umsetzen kannst, ein paar Schritte, die dich weiter an dein Ziel bringen. Und wenn das für dich interessant klingt, gerne einfach in der Beschreibung nach den Links schauen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin viel Erfolg in der nächsten Klausur. Wir sehen uns dann, Niklas. Ciao.